Die Bücher des Alten Testamentes sind Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richter und Ruth, das erste Buch Samuel, das zweite, das gibt es auch, das erste Buch der Könige und das zweite auch, das erste Buch der Chronik und das zweite gibt es auch, Esra, Nehemia und Esther und das Buch des Iob, das Buch der Psalmen, die Sprichwörter, Kohelet, das Hohelied, Jesaja, Jeremia und das Klagelied, Ezechiel, Daniel, Hosea und Joel, Amos, Obadia, Jona, Micha und Nahum. Habakkuk, Zephania, Gai, Zacharia und das Buch Maleachi, das gehört auch dazu. Und nicht zu vergessen sind auch die zweiten gesetzlichen Bücher zusammen mit den ersten 39 Büchern, Tobit, Judith und Baruch und die Fortsetzung der Bücher Daniel und Esther, Weisheit, Jesus, Sirach. Und da gibt es noch zwei Bücher im Alten Testament, die Bücher an die Makkabäer und jetzt das Neue Testament. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die Apostelgeschichte und die Briefe des Paulus, die er an die Gemeinden schrieb, an die Römer ein Brief, an die Korinther zwei, an die Galater, Epheser, Philipper und Kolosser, die Thessalonicher bekamen zwei, der erste Brief an Timotheus, der zweite Brief an ihn auch, an Titus und an Philemon und an die Hebräer und die anderen Briefe sind von Jakobus, Petrus, der schrieb auch zwei und Johannes sogar drei. Den Brief des Judas, den gibt's auch. Und am Ende gibt es noch ein Buch, die Offenbarung
des Johannes, die kennen wir auch.